Es geschah am 26. Dezember 2004. Niemand hatte es geahnt. Draußen auf dem Indischen Ozean hatte ein Seebeben einen riesigen Tsunami ausgelöst. In dieser Welle würden über eine Viertelmillion Menschen sterben. An diesem Morgen soll auf einer abgelegenen indonesischen Insel etwas Unglaubliches geschehen sein. Noch bevor die Welle kam, hatten die knapp 80.000 Bewohner ihre Sachen gepackt, ihre Häuser verlassen und waren in die Berge geflohen. Dort warteten sie die tödliche Welle ab. Woher haben die Menschen auf der Insel gewusst, dass ein Tsunami auf sie zurollt? Sie sagten, sie seien den Tieren gefolgt. Büffel und Hühner seien an diesem Morgen unruhig gewesen. Haben die Tiere etwas gewusst, was die Menschen nicht wissen konnten? Kann es sein, dass Tiere mehr wissen als wir, weil sie Dinge wahrnehmen, die uns verborgen bleiben? Und könnte uns dieses Wissen helfen? Stell dir vor, du wärst ein Adler. Du siehst von da oben nicht nur Meer, du nimmst ganz andere Dinge wahr als Menschen. Andere Gerüche, die Welt klingt anders, Temperatur, Feuchtigkeit und wer weiß, was noch alles. Oder Tiere, die unter der Erde leben. Oder unter Wasser. Welche Informationen über die Welt haben die? Es müsste doch massenweise Tiere geben, die Dinge wissen, die wir nicht einmal ahnen. Robben sind Tiere, die extrem tief tauchen und den großen Druck dort aushalten. In dieser Tiefe gibt es kein Licht. Es ist völlig schwarz. Vermutlich nehmen Robben ihre Beute dort mit ihren Barthaaren über Wasserbewegungen wahr. Weil sie ohne weiteres dorthin gelangen, wissen Robben über die Tiefsee sicher mehr als wir. Sie jagen dort und operieren mit Informationen, die wir nicht kennen. Tiere haben aber auch da mehr Informationen, wo ihre Sinne besser sind als unsere. Der Mensch ist ja ein totaler Generalist. Wir können ganz vieles so ein bisschen gut. Ja? Das Einzige, was wir richtig gut können, ist denken. Die meisten Tiere können eine oder zwei Sachen ganz besonders gut. Geier haben wahnsinnig gute Augen. Die können aus 5 Kilometer Höhe eine tote Antilope auf dem Boden sehen. Und dann ist da noch ein rätselhafter Wissensvorsprung. Manche Tiere können irgendwie erspüren, was kein Mensch wahrnimmt. Drohende Naturkatastrophen. Verfügen Tiere über so eine Art sechsten Sinn? Hier am Ätna zum Beispiel. Immer bevor der Vulkan ausbricht, verhalten sich die Ziegen komisch. Entweder, wenn es nachts ist, dann werden sie ganz nervös, fangen an rumzulaufen. Wenn es tagsüber ist, dann gehen sie in die Gegenden, die sie als sicher empfinden. Mit der Hilfe von Tieren könnten wir vielleicht unser Wissen über die Welt erweitern. Davon haben Menschen doch schon immer geträumt. Nils Holgersson, der mit den Gänsen durch die Luft fliegt und die Welt mit ihren Augen sieht. Und anfängt, sie besser zu verstehen. Und bis heute. In der extrem erfolgreichen Avatar-Reihe tauchen die blauen Filmhelden mit Wasserwesen in deren Welt. Aber jetzt mal realistisch. Diese besonderen Perspektiven von Tieren müssten doch unendlich viele Informationen über die Welt enthalten. Die könnten wir doch nutzen. Und genauso ihre scharfen Sinneswahrnehmungen. Und vielleicht sogar ihre rätselhaften Ahnungen. Die Idee ist nicht neu. Beispiel Bergarbeiter. Die haben sich früher einen Kanarienvogel mit in den Stollen genommen, weil die Vögel gefährliche Gase viel früher bemerkt haben als die Menschen. So konnten die sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Ja, ich denke, dass traditionell Menschen den Tieren viel näher sind. Wir haben uns da sehr weit entfernt. Von uns Europäern werden 77% der Menschen in Städten geboren. Da kann dieser Bezug zu der Natur gar nicht so entstehen. Wer von uns kann die Spur eines Wildschweins von der eines Rehs noch unterscheiden? Irgendwie müssten wir den Tieren wieder näher kommen. Dann könnten wir ihren Wissensvorsprung vielleicht nutzen.
Dieser umstrittene sechste Sinn beim Vorhersagen von Erdbeben zum Beispiel. Haben Tiere den wirklich? Nur wie sollte man das herausfinden? Sind sechste Sinne messbar? Denn das müssten sie sein. Ansonsten bleiben die Geschichten wie die vom Tsunami vor allem eines. Schöne Anekdoten. In China wurde es schon in den 60er Jahren versucht. Kurz vor einem katastrophalen Erdbeben in Haiteng. Viele Institute in China waren damals interessiert daran. Deshalb brachten Forschende Tiere ins Labor. Hühner, Kaninchen, Mäuse, Ratten und Hunde. Diese Tiere wurden dann beobachtet und ihr Verhalten aufgezeichnet. Ziel war es, herauszufinden, ob es wirklich einen Zusammenhang zwischen Tierverhalten und Erdbeben gibt oder nicht. Das große Beben kam dann 1975. Es war Februar und eiskalt. Auf einmal sind Schlangen aus ihren Winterhöhlen rausgekrochen und an der Oberfläche erfroren. Diese und weitere Beobachtungen haben die Behörden damals dazu gebracht, die ganze Stadt zu evakuieren. Kurz darauf begann das gigantische Erdbeben. Tausende Menschenleben konnten gerettet werden. Die Schlangen hatten das Unglück offenbar erahnt. Nur mal ganz grundsätzlich, ist es wirklich so schlau, wegen ein paar Schlangen eine Millionenstadt zu evakuieren? Man müsste sich schon absolut sicher sein, dass auch wirklich ein schweres Erdbeben kommt. Und was, wenn die Menschen mal kein ungewöhnliches Tierverhalten beobachten? So wie in Tangshan, nur ein Jahr später. Im Juli 1976 gab es wieder ein gewaltiges Erdbeben, das die ganze Stadt zerstörte und eine Viertelmillion Menschen tötete. Die Wissenschaftler, die mit ihrer Vorhersage in Haicheng noch so erfolgreich gewesen waren, hatten bei diesem Erdbeben überhaupt nichts kommen sehen. Waren sie mit ihrer Tierforschung damals auf dem Holzweg? Später kamen sie zu dem Schluss, dass sich Erdbeben sehr unterschiedlich verhalten können. Ist es überhaupt möglich, herauszufinden, was da genau im Untergrund passiert und was davon ein Tier wahrnimmt? Wir wissen bisher nicht mal, was diese Erdbebenvorboten sind, die manche Tiere angeblich bemerken, noch bevor Seismographen etwas messen können. Die Bewegungen im Untergrund könnten alle möglichen Signale produzieren, chemische Signale, elektrische oder magnetische. Wir wissen im Moment auch nicht, ob die Tiere es spüren, hören oder sehen. Wir wissen auch nicht, welche Tiere es sind. Ist am Ende doch alles nur Hokuspokus, wie einige Wissenschaftler sagen? Ein tierisches Frühwarnsystem jedenfalls existiert bis heute nicht. Diese Farmtiere sollen jetzt trotzdem liefern. Messbare Daten, um ihr Orakeln endlich zu belegen. Mit solchen neu entwickelten Sendern will der Biologe Martin Wikelski den Energieverbrauch von verschiedenen Farmtieren messen. 24 Stunden am Tag. Dann kann er später daraus lesen, ob sich die Tiere kurz vor einem Erdbeben wirklich messbar unruhig verhalten haben. Das Problem bei solchen Naturereignissen ist, dass jeder im Nachhinein meint, da wäre irgendwas gewesen vorher. Ob das wirklich so ist oder nicht, müssen wir einfach wirklich mit harten Daten festnageln. Das heißt, wir müssen vorher messen, was macht ein Tier, dann während diesem Ereignis und danach. Nur dann kann man möglicherweise eines Tages mit Hilfe von Tierverhalten Vorhersagen machen. Naheliegend, das in einem Erdbebengebiet zu tun. In den Bergen von Norcia in Italien. Tiere zu besendern, die hier leben und einfach das tun sollen, was sie immer tun. Da sein. Also Kühe. Schafe. Kaninchen. Hühner und Truthähne. Und Hunde. Er wollte erst mal testen, wie man das ungewöhnliche Verhalten der Tiere überhaupt messen kann und sie anschließend mit den seismischen Aufzeichnungen von Erdbeben vergleichen. Und dann die Sensation. Zwischen dem gemessenen Energieeinsatz der Tiere und den Erdbeben in der Region gibt es offenbar einen Zusammenhang. Die Daten zeigen, dass die Tiere ihren täglichen Rhythmus haben. Die sind irgendwann mehr aktiv, dann wieder weniger aktiv. Aber Stunden vor einem Erdbeben, vor einem großen Erdbeben, zeigen die,
Ein komplett verrücktes Verhalten, wie bei einem Börsencrash. Die drehen alle durch und nicht nur eins, sondern alle zusammen. Und noch was Erstaunliches ist den Forschenden aufgefallen. Wir haben bei den Tieren gesehen, dass sie uns unterschiedliche Vorwarnzeiten geben. Wenn wir ein Epizentrum oder Hypozentrum von dem zukünftigen Erdbeben haben, das direkt unter dem Tier ist, dann bekommen wir 12 bis 15 Stunden Vorwarnzeit. Wenn es 20 Kilometer entfernt ist, dann bekommen wir zum Teil nur 3 oder 4 Stunden Vorwarnzeit. Das heißt, es muss ein Signal geben, das langsam, relativ langsam, von diesem zukünftigen Hypozentrum bis zum Tier wandert. Und genau das haben wir gefunden. Es muss demnach also wirklich ein Signal geben, das die Tiere spüren können. Aber was dieses Signal ist, das bleibt rätselhaft. Und die etablierte Wissenschaft ist nach wie vor skeptisch. Die meisten Wissenschaftler halten das eher für Zeitverschwendung. Wirklich Zeitverschwendung? Manchmal verlassen wir uns doch sehr wohl auf die geschärften Sinne von Tieren. Bei Lawinenhunden zum Beispiel. Die nehmen doch definitiv mehr wahr als wir. Sonst könnten wir die Lawinenopfer auch selbst suchen. Trotzdem hat es bisher nur wenige Pioniere gegeben, die sich getraut haben, den sechsten Sinn der Tiere wissenschaftlich zu untersuchen. Der Physiker Helmut Tribuch zum Beispiel. Nach einem schweren Erdbeben in Italien in den 70er Jahren hatte er Anwohner befragt, ob ihnen vor dem Beben etwas aufgefallen war. Viele hatten unruhige Tiere bemerkt. Seine Nachbarin Anna wollte von ihm wissen, warum ihre Kühe gewusst hatten, dass ein Erdbeben kommen würde, die Menschen aber nicht. Tribuch forschte jahrzehntelang. Seine Hypothese? Die Vorboten eines Bebens seien häufig ein Gas, das ausgestoßen werde und eine Art Treibhausklima erzeuge. Darauf würden die Tiere reagieren. Er ist damit auf eine Menge Widerstand und Skepsis gestoßen. Die meisten Wissenschaftler fanden es zu anekdotisch, um es ernst zu nehmen. Tribuch hat versucht, seine Arbeit zu publizieren, aber damals schien es den meisten einfach zu unwissenschaftlich. Auch ein japanischer Geophysiker, Motoji Ikea, hat versucht, die Erdbebenvorboten zu verstehen. Ihm waren Fische aufgefallen, die vor einem Erdbeben stets aus dem Wasser sprangen oder aus der Tiefsee heraufkamen. Der Wels gilt in Japan seit Jahrhunderten als eine Art Erdbebengott. Ikea hat herausgefunden, wie Wälse auf elektromagnetische Strahlung reagieren. Extrem empfindlich. Waren also elektromagnetische Signale die rätselhaften Vorboten? Aber auch Ikeas Forschung wurde belächelt. Die Forschung zu Tierverhalten und Erdbeben fällt einfach zwischen die Stühle. Es ist per Definition interdisziplinär. Biologie spielt eine Rolle, Geophysik, Seismologie, Zoologie, Geologie. In jedem dieser Felder spielt es eine Rolle, aber eben nur eine marginale. Dass Tiere einen sechsten Sinn haben, bleibt also bis heute umstritten. Weil Daten fehlen. Bei Erdbeben, aber auch bei Tsunamis oder Vulkanen. Die wissenschaftlichen Ergebnisse bisher sind noch zu unsicher. Aber nochmal zurück zu unserem Adler. Wie sieht's aus, wenn wir erstmal nur die Perspektive der Tiere einnehmen? Wenn wir also diesen rätselhaften sechsten Sinn außer Acht lassen und uns die Informationen, die sie pausenlos einsammeln, selbst anschauen. Was wir machen, ist Folgendes. Wir befestigen diese kleinen Sender an den Tieren. Man nennt sie Biologger. Sie sammeln Daten über die Tiere selbst und auch über die Umgebung, in der sie leben. Die Biologger sind die Augen und Ohren der Wissenschaft im Leben der Tiere. Jetzt lassen sich die Routen nachzeichnen. Man kann beobachten, wie sich die Tiere verhalten und ob sie gesund sind. Und das 24 Stunden am Tag, über lange Zeiträume. Also wir können zum Beispiel übers Besendern von Tieren rausfinden, wo steckt denn der wirkliche Wirt von Ebola, von Krankheiten. Wir können tierische Informationen nutzen, um globale Vorhersagen über Klimawandel zu machen. Plötzlich gibt es einen Zugang in die Lebenswelt der Tiere, in ihren ganz persönlichen Alltag. Mit der neuen Technik müsste man doch auch uralte Konflikte mit Tieren lösen können. Den mit den Geparden zum Beispiel.
Der Gepard ist ein ganz faszinierendes Tier und unter den Katzen wirklich ein Sonderling. Er hält mindestens zwei Rekorde. Zum einen natürlich den Rekord, dass er das schnellste Landsäugetier der Welt ist mit über 100 km/h. Und leider hält er auch noch einen anderen traurigen Rekord, denn unter allen großen Katzen Afrikas ist er der seltenste. Ein Teil dieser letzten Geparden lebt auf dem Farmland von Namibia und Botswana. Und bis vor kurzem wurden es immer weniger, weil Farmer gezielt Jagd auf sie gemacht haben. Es schien ausweglos. Aber mit dem Wissen der Geparden ergab sich eine Lösung. 2 Monate lang mussten gut 300 erwachsene Geparden Halsbänder tragen, die ihre Standorte und Routen verrieten. Beim Analysieren der Daten gab es eine Überraschung. Okay, wenn das hier die Savanne Afrikas ist, dann, als wir das Projekt gestartet haben, sind wir davon ausgegangen, dass die Geparde irgendwie überall gleichmäßig verteilt in dieser Savanne vorkommen. Was uns die Biologer dann aber verraten haben, ist, dass es solche Kommunikationszentren von den Geparden gibt. Das sind so ein bisschen die Stammkneipen sozusagen der Geparde. Bestimmte Bäume sind ihre Stammkneipen. Hier trifft man sich, hinterlässt Informationen für andere, die hier auch gerne vorbeikommen. Szenebars, in denen man sich gut kennenlernen kann. Und da gab es eben immer wieder Situationen, wo Farmer ihre Herden mit den Kühen und mit den kleinen Kälbchen hier ganz nah an so einer Stammkneipe stehen hatten. Und natürlich hat das dazu geführt, dass alle Geparden, die hier hingekommen sind, sich an diesen Kälbchen bedient haben. Deshalb haben die Farmer die Geparden erschossen. Aber weil jetzt Perspektive und Alltag der Geparden samt Stammkneipen bekannt waren, konnte der Konflikt gelöst werden. Kälbchen waren in Kneipennähe jetzt tabu. Und das Weideland ist aber für die Farmer trotzdem nicht verloren, denn man kann hier gut nach wie vor große Bullen zum Beispiel weiden lassen, an denen die Geparden eh kein Interesse haben. War das nicht insgesamt viel zu lang und so? Nee, alles verstanden. Aber was hat das Wissen der Geparden dem Menschen letztlich gebracht? Die Rinderherden aus diesen Kommunikationszentren rauszubewegen, hat die Verluste für die Farmer um über 80% reduziert. Und damit den Konflikt zwischen Menschen und Geparden tatsächlich nachhaltig gelöst. Jetzt gibt es aber auch Gegenden auf der Erde, die sind noch abgelegener als die afrikanische Steppe. Orte, wo wir Menschen überhaupt nicht hinkommen. In die Tiefsee zum Beispiel. Oder unter das Eis. Satelliten helfen da nicht. Teilweise können wir noch nicht einmal Messgeräte hinunterlassen. Dabei wäre es wichtig, die Abläufe unter Wasser genau zu kennen, um zu verstehen, wie sich das Meer momentan verändert. Im Kontext der gegenwärtigen globalen Erwärmung wissen wir, dass der Ozean 93% der Wärme aufnimmt, die von uns Menschen produziert wird, und 50% des Kohlendioxids. Der Ozean ist deshalb ein helfender Puffer bei der Erwärmung des Planeten. Auf der anderen Seite führt das aber auch zu Veränderungen im Ozean. Veränderungen der Temperatur, der Schichtung des Wassers und möglicherweise auch der Strömungen. Was da unten genau vor sich geht und wie sich die Bedingungen verändern, bliebe wohl im Verborgenen, wären da nicht Sie, Robin. Besonders geeignet sind Seeelefanten, weil sie 90% ihres Lebens unter Wasser verbringen. Ihre Speckschicht schützt sie vor der Kälte. Sie können Sauerstoff in ihren Muskeln speichern und so bis 2 Stunden unter Wasser bleiben. Und sie tauchen mehrere tausend Meter tief. Auch unter das Eis. Sie sind wunderbar. Aus so vielen Gründen. Unter Wasser passieren Dinge, die die ganze Welt verändern. Denn Meeresströmungen beeinflussen das Klima auf unserer Erde. Der antarktische Zirkumpolarstrom ist die große Strömung, die sich von West nach Ost um den antarktischen Kontinent wälzt. Es ist die stärkste Strömung auf dem Planeten. Legt 24.000 Kilometer zurück und verbindet alle Ozeane der Welt. Dieser Strom versorgt alle Meere mit Nährstoffen und kaltem Wasser.
Deshalb werden Veränderungen dort uns alle betreffen, auch in Europa, zum Beispiel über den Golfstrom. Sogar ein Nordseefischer ist davon betroffen, wenn sich ganz im fernen Süden der Erde der antarktische Zirkumpolarstrom verändert. Man kann ihn sich vorstellen wie ein riesiges Fließband, das anstatt Koffer kalte Wassermassen rund um die Erde wälzt. Wie sich diese Koffer auf dem Band jetzt im Klimawandel verändern, das messen Robben. Mithilfe von Biologgern können Daten nun an den entlegensten Orten der Welt eingesammelt werden. Erstmal wollen wir wissen, wo die Tiere langschwimmen. Dazu haben sie ein GPS, sodass wir sie per Satellit orten können. Und dann messen wir Umweltdaten, Temperatur, Salzgehalt. Wir haben einen Lichtmesser, um die Lichtdurchlässigkeit in der Wassersäule zu bestimmen. Aber auch Biolumineszenz, also das Leuchten von anderen Tieren in der Tiefe. Und wir haben ein Sauerstoffmesser entwickelt. Diese Messungen und damit auch die Robben selbst sind für die Meeresforschung unverzichtbar geworden. Mittlerweile sammeln Robben 99% der ozeanografischen Daten unter dem Eis und 80% der Daten aus dem südlichen Ozean. Es sieht etwas anders aus als bei Avatar. Aber tatsächlich können wir mit der Technik ein bisschen die Perspektive von Meerestieren einnehmen. Nur, ist es eigentlich okay, Tiere mit kleinen Computern zu versehen? Wir haben sie ja nicht gefragt, ob sie mitmachen wollen. Das hier sieht jetzt nicht so lustig aus. Wir kleben Robben Geräte auf den Kopf und setzen Geiern Rucksäcke auf. Die Sender, die wir draufpacken, bei einem Geier, der ungefähr 6 Kilo wiegt, wiegen dann so 40 Gramm. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben Geier, die mittlerweile seit 8 Jahren fliegen. Wir wissen, dass sie schon in der Zeit oft jedes Jahr Junge bekommen haben, dass es denen gut geht. Studien zeigen in der Tat, dass der Stress für eine Robbe nur sehr kurz anhält. Und meine eigene Erfahrung ist, wenige Minuten nach der Besenderung kehren die Tiere in ihren ganz normalen Alltag zurück. Diese Minicomputer sind sozusagen der Schlüssel. Unser Schlüssel zur Lebenswelt der Tiere und zu ihrer Perspektive. Und wir kommen damit an noch mehr tierische Informationen. Über die Logger können wir auch die extrem guten Sinnesleistungen der Tiere nutzen. Die scharfe Sicht von Geiern zum Beispiel. Denn die kreisen den ganzen Tag im Team über der Savanne und suchen Aas. Das heißt, wenn wir es schaffen, durch die Augen der Geier in die Ökosysteme zu gucken, dann wissen wir oder die Ranger und Rangerinnen sofort, wo passieren irgendwelche komischen Sachen gerade in den Nationalparken. Wo wird gestorben, wo wird verdurstet, wo ist vielleicht sind Vergiftungen. Es passiert leider regelmäßig auch, dass Tiere vergiftet werden. Wenn in der Savanne was schiefläuft, dann sehen Geier das als erstes. Deshalb kommen mit neu entwickelten Biologgern immer mehr Details aus dem Leben eines Geiers ans Licht. Da sind Beschleunigungssensoren dran, mit denen wir eine Bewegungssignatur bekommen, aus der wir genau schließen können, was der Geier in diesem Moment macht. Frisst der, schläft der, fliegt der, putzt er sich, streitet er sich mit Artgenossen. Wir können sogar sagen, ob er an was Großem oder an was Kleinem frisst. Dann wird gezielt die Kamera ausgelöst und ein Bild gemacht. Und eine Objekterkennung im Biologger erkennt, was der Geier fotografiert hat. Bei einem toten Großtier werden die Ranger sofort alarmiert und können ausrücken. Ein bisschen wie bei einem Fußballspiel, wo ein Schiedsrichterteam überwacht, dass alle Regeln eingehalten werden. Den Perspektivwechsel in die Lüfte hatte 1959 schon Bernhard Grzimek gemacht. Für seinen Film Serengeti darf nicht sterben. Jetzt sind wir noch ein paar Schritte weiter. Tausende elektronische Niels Holgerssons sind weltweit unterwegs auf den Rücken von Tieren. Mit ihnen sammeln in diesem Moment Wasserschildkröten Daten, die tropische Zyklone besser einschätzbar machen. Albatrosse fliegen übers Meer und sammeln Wetterdaten.
Haie messen den CO2-Gehalt des Wassers. Und besenderte Flughunde lassen Forscher erkennen, wo ein neuer Erreger auftauchen könnte. Ich glaube, in der Forschung ist es oft so, dass neue Sachen lange brauchen, um wirklich akzeptiert zu werden. Und so ist es mit diesem Bereich auch, dass man sagt, naja, man konnte diese Beobachtungen vor 10 Jahren, vor 15 Jahren noch nicht machen. Das können wir jetzt. Zugvogelschwärme, Fische und sogar Insekten. Es sind mittlerweile Heerscharen von Tieren, die Informationen einsammeln. 2018 wurde dafür eine Antenne ins All geschickt, die an der Internationalen Raumstation befestigt wurde, um Biologger-Daten aus allen Ecken unseres Planeten zu empfangen. Die Antenne auf der ISS kann momentan nicht mehr genutzt werden. Nun soll ein Kleinsatellit die Arbeit übernehmen und ab Herbst 2024 die Welt umkreisen. So wird der ganze Planet mit Hilfe von Tieren beobachtet. Und das könnte allen Beteiligten helfen. Ich glaube tatsächlich, dass diese moderne Technologie einen interessanten neuen Zugang zu den Tieren bietet und eine Chance bedeutet, dass wir den Tieren wieder näher kommen, sie besser verstehen können und damit auch besser schützen können. Und vielleicht doch den Nachweis für einen sechsten Sinn liefern? Einen Sinn, mit dem sie uns vor Erdbeben, Vulkanausbrüchen oder Tsunamis warnen könnten. Forscher sind da immer noch zurückhaltend, etwas so Vages zu studieren. Möglicherweise führt es ja auch zu nichts. Ob es sich trotzdem lohnen würde? Ich weiß es nicht, aber ich liebe Tiere und mich würde es brennend interessieren. Auf der Insel Simulu wird die Vorahnung der Tiere seit Generationen in einem Lied überliefert. Jedes Kind kann es auswendig singen. Wenn die Tiere unruhig werden, singen sie darin, dann fliehe in die Berge. Ich denke, dass wir die Information von Tieren in Zukunft stärker nutzen werden, dass sie für uns unfassbar wichtig ist und dass das darüber hinausgeht, was die ursprünglichen, die eingeborenen Kulturen von den Tieren lernen. Wir können sehr viel mehr lernen, weil wir die ganze Zeit diese Tiere beobachten, nicht nur, wenn wir sie unmittelbar um uns herum haben, sondern die ganze Zeit weltweit. Möglicherweise können wir durch diese ständigen Beobachtungen auch irgendwann das größte Rätsel lösen. Haben Tiere nun wirklich diese Vorahnungen? Und wenn ja, welche Signale empfangen sie dafür? Wir brauchen noch eine Menge Forschung, um dieses Wissen dingfest zu machen. Denn wie misst man zuverlässig einen unbekannten sechsten Sinn? Vielleicht klappt es hier, auf einem uralten Schlangenfest in den Abruzzen in Italien. Es ist eine Mischung aus vorchristlichem Kult und katholischem Fest, bei dem wilde Schlangen verehrt werden. Und die Gelegenheit. Hier können viele Schlangen mit neuesten Biologgern besendet werden, mitten im Erdbebengebiet. Das sind alles Informationen, die wir als Menschen dringend brauchen, um gemeinsam in die Zukunft gehen zu können, um den Planeten zu schützen, um die Tiere zu schützen, aber vor allem auch, um unsere eigenen Lebensgrundlagen zu schützen. Dafür brauchen wir die Information von Tieren. Wer weiß, vielleicht werden diese Schlangen vor dem nächsten Erdbeben unruhig ihre Verstecke verlassen und uns einen neuen Einblick geben in das verborgene Wissen der Tiere.